Was hat sie nicht alles probiert, um endlich einzuschlafen? Lesen, Musik hören, ja sogar Sport mitten in der Nacht. Doch geholfen hat Julia Franz all das nicht. Im Netz stieß die 18-Jährige dann auf den Einschlafen-Podcast. Hier kommt auf die Ohren, was dösig macht. Und endlich, es funktioniert. Was kann ich machen, damit ich besser einschlafen kann? Hab's mit Musik probiert, mit Autogym-Training und hat alles nichts gebracht. Und bin dann auf den Podcast gestoßen und dachte mir, hey, warum nicht? Probierst du mal. Und hab das dann immer mal ausprobiert und es hat gut geklappt. Und so hat sich das jetzt so halt eingebürgert bei mir als Ritual. Ein Ritual auch für den Macher. Einmal in der Woche zieht sich Tobias Bayer zum Produzieren zurück. Aus dem Arbeitszimmer in seinem Haus in Karkenstorf, irgendwo südlich von Hamburg, wird dann ein Sprachstudio. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 305. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Bayers ursprüngliche Idee, Gute-Nacht-Geschichten für seine Töchter, falls er mal unterwegs ist. Ich habe dann also zu meinem Geburtstag vor 3,5 Jahren ein Mikrofon schenken lassen, so ein USB-Mikrofon. Und habe dann diese Kinderbücher aufgenommen und habe dann gedacht, eigentlich wäre es auch schön, die zu veröffentlichen. Podcasts gibt es seit rund 10 Jahren. Die Technik dahinter ist pfiffig. Beim Hörer besorgt eine Software automatisch die neuesten Folgen abonnierter Podcasts und schaufelt sie selbsttätig auf MP3-Player oder Smartphone. Die Podcast-Freunde haben also immer neuen Hörstoff dabei, ohne die neuen Folgen mühsam von Hand herunterladen zu müssen. Und auf diese Weise behalten auch Podcasts, die unregelmäßig und selten veröffentlicht werden, ihr Publikum. Trotzdem, Podcasts sind ein mediales Nischenphänomen. Während Webvideos boomen, erreichen die selbstgemachten Hörsendungen nur ein überschaubares Publikum. Daran scheint sich auch nichts mehr zu ändern. Seit Jahren stagniert die Szene. Man bleibt unter sich. Was aber auch bedeutet, der Kontakt zwischen Machern und Hörern ist sehr viel persönlicher und direkter als etwa im Radiobereich. Ich habe zum Beispiel letztens eine Nachricht von einem Sanitäter der Bundeswehr bekommen, der im Kosovo-Einsatz ist oder war und dort halt abends, um runterzukommen, den Podcast gehört hat. Und das geht runter wie Öl und gibt mir wahnsinnig viel Motivation. Der eine flüstert seit Jahren Zehntausende in den Schlaf. Andere produzieren in ihrer Freizeit Podcasts, um ihre Emotionen zu verarbeiten, etwa nach einem Spiel des Lieblingsvereins. So wie die Berlinerin Stefanie Fiebrich. Nach dem Spiel ist es einfach so, dass man Gesprächsbedarf, man könnte auch sagen Therapiebedarf hat. Man muss einfach das ganze Spiel nochmal auswerten, rekapitulieren und irgendwie auch abgleichen mit anderen Leuten, ob die genauso gesehen haben. Textilvergehen nennt sich Stefanie Fiebrichs Podcast. Ein Name, der an das Zupfen und Zerren auf dem Fußballplatz erinnert. Dass sie damit kein Millionenpublikum erreicht, stört sie nicht. Im Gegenteil, mit ihren Hörern pflegt sie einen kumpelhaften Umgang. Die machen auch total nette Sachen. Die stehen dann plötzlich vor der Tür, klingeln und bringen einen Kasten Bier vorbei oder einen Kasten Mate oder sowas. Der mit dem Kasten Bier, das war er, Knut Appelt, Fan des Zweitligisten Union Berlin. Wenn der Elektromeister seine Touren fährt, ist das Textilvergehen oft dabei. Radiosendungen sind oder Radiobeiträge sind meistens auf 3-4 Minuten begrenzt. Und das ist ja interessant, dass man eben mal 1 Stunde, 2 oder 1,5 hören kann. Einfach so. Podcast-Sendungen dauern oft mehrere Stunden. Und sie bestehen häufig aus ungeschnittenen Gesprächen. Meist sind es Männer, die sich stundenlang beim Plaudern aufnehmen. Und oft geht es inhaltlich um Technik. Ihr hört CRE Technik, Kultur, Gesellschaft. Und das hier ist die 206. Ausgabe davon. Mein Name ist Tim Pritlaff. Langstreckenläufer hören sich das beim Training an, Kurierfahrer und Lokführer bei der Arbeit und so mancher abends zum Einschlafen. Aus der Mediennische heraus werden es Podcasts so wohl nicht schaffen. Doch das ist auch egal, denn dort fühlen sie sich sehr wohl.